Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Im Licht Marias. 11. April 2024. Meine geliebten Kinder, ich liebe euch, Kinder, ich liebe euch. Geliebte, empfange meinen Segen. Meine Barmherzigkeit steht euch allen offen. Ich habe meine Barmherzigkeit geöffnet, komm und koste diese Quelle der Liebe und Vergebung, VGL Joy 4. 13-14. Meine allerheiligste Mutter führt sie als Mutter und Lehrerin und führt sie aus der Dunkelheit heraus, in die einige meiner Kinder eingetaucht sind. Meine Söhne. Meine Barmherzigkeit ist unendlich, wie unendlich die Liebe unserer Dreifaltigkeit ist. Ich biete dir meine Hände an, ich biete dir meine Füße an, ich biete dir meine verwundete Seite an. Meine Liebe ruft euch, Kinder. Meine Liebe zeigt euch die Notwendigkeit, euch mir anzuschließen, damit ihr eure Seele retten könnt. Stärken Sie Ihren Glauben, trinken Sie aus meiner Liebe und nähren Sie so Ihren Glauben. Für Sie ist es wichtig, dass Ihr Glaube fest und stark ist, damit Sie weiterhin alles überwinden können, was auch immer die Elemente und die menschliche Kreatur der Menschheit zufügen werden. Meine Geliebten, die Elemente plagen weiterhin die gesamte Menschheit, um die menschlichen Geschöpfe zu reinigen. Naturphänomene weichen nicht, sondern nehmen angesichts der Torheit menschlicher Geschöpfe stark zu. Ohne zu verwirren, meine Kinder, die Tatsache, dass meine Barmherzigkeit jedem von euch offen steht, mit der die Reinigung der Menschheit gestoppt wird, setzt den Bekehrungsprozess fort und seid jeden Augenblick treu, ohne nachzulassen. Das Wasser der Meere ist zu dieser Zeit gefährlich, wenn es im Meer große Erdbeben geben wird und die Wellen mit Kraft und Größe in das Land eindringen werden. Das menschliche Wesen ist zum Hass geneigt und fängt in seinem Rachegelüste direkt an, die gesamte Menschheit in Atem zu halten. Die Waffen, von denen die überwiegende Mehrheit der Nationen noch nichts weiß und die eine Nation im Osten heimlich geschaffen hat, werden jeden Moment zum Vorschein kommen und mit ihrer zerstörerischen Kraft Auswirkungen auf die Nationen haben, die über Atomwaffen verfügen. Meine Kinder, ohne die Verwunderung über den Einsatz menschlicher Intelligenz zur Ursache der großen Tragödie in der Menschheit aufzugeben, wird jede Nation den Missbrauch missbrauchter Technologie in seiner größtmöglichen Ausprägung ans Licht bringen. Die Geschichte dieser Generation ist erbärmlich, die Härte ihres Herzens ist unvergleichlich, VGL Hebron 3, 7-9. Ich rufe euch auf, Liebe zu sein, und stattdessen geißelt ihr mich ständig, ihr wollt nicht brüderlich sein, sondern nur die Macht demonstrieren, euren Bruder zu besiegen, und wenn nötig, tut ihr das auch. Trauer ist ein schlechter Berater, er macht blind, er trübt sein Denken völlig und unter diesen Umständen ist der Mensch der Besitzer von Mangel an Liebe und Respekt gegenüber seinem Bruder, er ist ein Opfer der Gier und der Respektlosigkeit gegenüber seinen Mitmenschen. Ich lebe nicht in menschlichen Geschöpfen mit steinernen Herzen, aber was sie besitzen, ist ein leichter Lack meiner Gesetze, den sie missachten, und meiner Befehle, denen sie nicht gehorchen werden. Diese Haltung ist derjenigen nicht würdig, die sich meine Kinder nennen. Ich komme mit meiner Gerechtigkeit, die nicht aufhört, meine Barmherzigkeit zu besitzen, sonst verdienst du so viel Strafe, dass ich jedes Ereignis, jede Offenbarung beschleunigen sollte. Betet, meine Kinder, betet, ein gelblicher Staub ist die tödliche Waffe, die eine große Nation besitzt. Wenn er auf dem Schlachtfeld verschüttet wird, wird er zahlreiche Todesfälle verursachen. Betet, meine Kinder, betet, die Krankheit breitet sich aus und die Grenzen werden schnell wieder geschlossen. Betet, meine Kinder, betet, der Nahe Osten ist der Mittelpunkt des Krieges. Meine Kinder erwarten keine solche Grausamkeit. Betet, meine Kinder, betet, das Land des Nordens ist stark erschüttert. Betet, meine Kinder, betet, Chile ist erschüttert,
Bolivien ist erschüttert. Betet, meine Kinder, betet, Frankreich ist ein Grund für Aufmerksamkeit und großen Schmerz. Betet, meine Kinder, betet, meine Kirche leidet. Betet, meine Kinder, betet, die Wirkung der Sonne verhindert, dass die Landwirtschaft meine Kinder versorgt. Liebe Kinder, die Termine der Veranstaltungen liegen näher bei Ihnen, als Sie denken. Bereiten Sie Ihren Organismus jetzt vor. Nehmen Sie Vitamine und Mineralien zu sich, stärken Sie Ihr Immunsystem, aber mit Vorsicht. Du wirst von mir geliebt, deshalb werde ich nicht zulassen, dass du so große Ereignisse erlebst. Beten Sie das Glaubensbekenntnis, wenn Sie alleine sind. Wenn die Krankheit die Menschheit erreicht, verwenden Sie das Öl des barmherzigen Samariters. Stern. Mein Segen lädt Sie ein, sich die Veränderungen anzusehen, die im menschlichen Verhalten und in der gesamten Menschheit auftreten. Sie sind schwerwiegend. Du bist bei mir und mein Schutz wird dich nicht im Stich lassen. Stellen Sie sich den Veränderungen, die notwendig sind, damit die Kreatur gerettet werden kann, ohne Angst. Um zu überleben, muss das fleischliche Herz in die tiefen Gewässer meiner Liebe eintauchen, damit es seine Transformation erreichen kann, andernfalls läuft es Gefahr, in die Fänge Satans zu geraten. Passt auf, meine Kinder, ihr seid in der Entwicklung dessen, was angekündigt wird, stärken Sie sich geistig. Ich segne dich, meine Liebe ist unendlich für diejenigen, die aus dieser unerschöpflichen Quelle trinken möchten. Sein Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, sehr rein, ohne Sünde empfangen. Gegrüßet seist du, Maria, sehr rein, ohne Sünde empfangen. Gegrüßet seist du, Maria, sehr rein, ohne Sünde empfangen. Stern, so bereiten Sie das Öl-Download-Buch Der Barmherzige Samariter vor. Kommentar zum Licht Marias. Geschwister. Unser Herr ruft uns auf, darüber nachzudenken, wie wir ein besseres Geschöpf Gottes werden können, indem wir ein Herz aus Fleisch und nicht aus Stein bewahren, das nicht weiß, wie man seine Brüder oder sich selbst liebt. Es zeigt uns sehr deutlich, dass wir uns in der Entwicklung von allem befinden, was prophezeit wurde, und gibt uns das, was wir bereits über Krieg, Krankheiten, Kontrolle, Knappheit, die Geißel der Natur und die Elemente gegen die Menschheit sowie über Beschwerden gegenüber unserem Herrn und Gott wissen gegen unsere Gottesmutter. Unser Herr erinnert uns an Botschaften aus vergangenen Jahren, über die wir nachdenken können. Unser Herr Jesus Christus. 17.03.2010. Habe ich nicht in der gesamten Geschichte der Menschheit gewarnt, wenn die Sünde den Kelch überschritten hat und der Mensch selbst seine eigene Reinigung ausgegossen hat? Diese Zeit ist keine andere, sie ist nicht anders, die Sünde hat den Kelch überwunden und die Reinigung ist dringend und unmittelbar bevorstehend. Mein geliebtes Volk, es wurde und wird so viel Sünde auf meine Schöpfung ausgegossen, dass sie mich bereits um Reinigung gebeten hat und ich habe darauf gehört. Achte also auf mein Wort, ich bin kein gnadenloser Vater. Es ist meine Barmherzigkeit, die größte Zahl meiner Kinder retten möchte, die der Bitte der gesamten Schöpfung nachgegeben hat, die zu mir zurückkehren und den Zweck erfüllen möchte, für den sie geschaffen wurde. Meine Geliebten, die Reinigung steht unmittelbar bevor. Nacheinander werden die Ihnen bereits bekannten Ereignisse eintreten. Leugne nicht mein Wort, das sich hinter meiner Liebe verbirgt. Denn obwohl ich nicht Strafe und Liebe bin, wünsche ich nicht, dass mein Volk weiterhin im Verderben versinkt, in Sünde versunken ist, ohne Buße zu tun. Unser Herr Jesus Christus. 31.05.2010. Kinder, seid nicht weiterhin Gefangene des Feindes der Seele. Die Menschheit wird vom Geist der Perversion beherrscht. Dieser hohe Anteil an Sünden wird auf die Erde gegossen,
die in ihrem Innersten zittert, in ihrer unaufhörlichen Suche, sich in meiner Harmonie wiederzufinden. Die Prophezeiungen treffen auf die Menschheit dieser Generation zu, die nach Reinigung schreit. Die selige Jungfrau Maria. 19.08.2015. Es kommt zu einer mysteriösen Krankheit, die das Nervensystem angreift. Meine Kinder, bleibt treu und im Glauben an meinen Sohn und an die Hilfe dieser Mutter, stellt euch unter meinen mütterlichen Mantel und vertraut darauf, dass ihr von dieser Mutter niemals im Stich gelassen werdet. Unser Herr Jesus Christus. Januar 2009. Der große Konflikt, der dritte Krieg, steht vor der Tür. So wie Israel das Bündnis begann, so wird nun durch die darin enthaltenen Konflikte der Funke des großen Krieges entstehen. Amen.